Hallo und guten Morgen zu Tag X unserer Burgenstraßentour. Ich weiß, heute ist Samstag. Das weiß ich. Danach wird es schon schwierig. Tolle Nacht gehabt, Kadelsburg. Super Nacht. Wir haben gestern gar nichts mehr gefilmt eigentlich, weil einfach keine Lust mehr gehabt. Sind wir ehrlich. Wir haben noch gut gegessen, haben noch was angeschaut und dann sind wir eigentlich schon ins Bett. Ruhige Nacht gehabt. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Pottenstein. Pottenstein ist unser nächstes Ziel. Da erhoffen wir uns heute wieder erlebnisreiche Wanderung. Und einen tollen Stellplatz vor allem. Aber da lassen wir uns einfach überraschen, was da auf uns zukommt. Jetzt erstmal ab nach Pottenstein und ihr seid dabei. Befindet sich dann die Fähr- und Entsorgung. Entsorgung Grauwasser und Toilette umsonst. Versorgung Frischwasser 1,80 Euro Liter, glaube ich. Also die normale. So, wir laufen jetzt los. Hat alles wunderbar geklappt. Jetzt ist 11.15 Uhr. Hat alles wunderbar geklappt. Wir haben einen Stellplatz gekriegt hier. Da, wo wir wollten. Die Rezession haben gesagt, kein oder kaum Internetempfang. Ich mit meiner kleinen LTE-Antenne habe hier tatsächlich, auch wenn es wieder null Balken sind, aber wie am Neumühlsee, 4G mit meinem O2. Und O2, wie kommen die Schirme dabei? Schaut mal. Das ist das, was der Trainer gerade zu mir gesagt hat. Hast du die Schirm dabei? Guck mal hinter das Wohnmobil. Hat sie vollkommen recht gehabt. So, wir begeben uns jetzt auf den Weg. Das ist die Gastgeberfamilie nochmal hier, der Bauernhof. Mit Brotzeitstube und Gästezimmer. Sogar Ferienwohnungen gibt es hier. Schön. Ist richtig toll.
Und Giga gibt's auch, ja. Ist richtig toll angelegt hier. Nicht so wie in Pottenstein. Bei der Durchfahrt habt ihr ja hier Bildmacher kennen. Es ist toll anzusehen. Felsen links, Felsen rechts, der Skywalk. Alles toll, aber halt direkt nur auf Tourismus ausgelegt. Nein, nicht unseres. Wir wollen sowas hier. Vom Bauernhof weg. Zack, direkt. Grüne Wiese. Auf dem Wanderweg. Ohne Massentourismus. Ohne Massentourismus. Hervorragend. Feuerschale. Nicht für uns. Ein Bänkle, wo man sich romantisch niederlassen kann. Toll. So, ich glaube, unser Wanderweg geht hier rechts weg. Ach so. Fußweg nach Pottenstein, blauer Punkt. Ja. Also, dann laufen wir hier entlang. Also schon richtig toll hier. Wir haben schon das Richtige ausgesucht. Ist das eigentlich ein Golfplatz? Wir zwei. Nee, aber der ist schick gemacht. Ja. Nächstes Mal laufen wir gleich im Hof hier durch, dann hätten wir uns den Weg gespart. So haben wir auf jeden Fall schon mal 500 Meter drauf, ohne groß wegkommen zu sein. So, nach Pottenstein, 4 Kilometer, sagt zumindest der Wegweiser. Und irgendwo geht es jetzt da rein, in den Wald. Und dann diese Richtung nach links weg. Irgendwelche Aussichtspunkte und Höhlen, was Verena da gefunden hat. Wir werden berichten. Ups, wir werden berichten. Seid dabei. Das ist unser Wanderweg. Führt uns jetzt mitten durchs Maisfeld. Also das ist offiziell, was wir hier machen. Das ist wirklich, schaut, ist aufgefüllt mit Rindermulch. Rindermulch! Und wir laufen offiziell durchs Maisfeld. Da gibt es so verschiedene Filme, Verena. Da kommen sie von rechts und links. So, hier sind auf jeden Fall die Adventure Buddies. Wir sind irgendwann mal von so einem Weg rechts abbogen, von dem Hauptweg. Einfach mal runter und dann diesen so einen Trampelpfad da sehen. Jetzt ist da mittlerweile ein breiter Pfad. Und der führt jetzt die ganze Zeit runter. Rechts von uns ist ein Fluss. Und wir hören da auch Leute. Also es scheint, da unten ist glaube ich auch ein richtiger Weg. Es scheint in die Zivilisation zu gehen, da unten. Sind wir mal einfach mal gespannt, was so auf uns zukommt. Seitdem wir jetzt diesen abenteuerlichen Weg heruntergelaufen sind, sind wir an der Püttlach angekommen. Das ist das Bächle hier, was ihr gerade gesehen habt. Und wir laufen jetzt einfach mal die Püttlach entlang, schon die ganze Zeit. Wie gesagt, das ist halt ein echter Freestyle-Lauf. Weil man irgendwie, wir kennen die Gegend nicht und das direkte Touri-Dorf wollte man nicht. Also machen wir es auf eigene Faust. Was wir wissen ist, dieser Weg führt weiter bis zur Burg. Hollerberg. Schauen wir mal, dass wir bis dorthin kommen. Offiziell laufen wir jetzt den Fränkischen Marienweg. So, dann kann man hier den Fels entlang hoch. Und wie man gerade gelesen hat, da hängen auch noch Haken drin, klettert man hier hoch.
Hohe Nase, Puttenstein. Wir sind jetzt ein bisschen den Berg aufgestiegen wieder. In Dreiseleitung hat mir gerade gesagt, Schloss Hollerberg, da kommen wir gar nicht hin. Der Burg Hollerberg. Wir biegen davor schon wieder links ab. Wir sind jetzt am Bach, haben wir den jetzt überquert. Laufen jetzt rechtzeitig am Bach weiter. Wie gesagt, ein bisschen angestiegen sind wir. Und irgendwann überqueren wir den Bach wieder nach links. Und dann geht es Richtung Wohnmobilstellplatz. Auch wieder der Berg hoch. Huiuiui. Es geht immer noch der Berg auf. Wir sind aber weg vom offiziellen Wanderweg. Wir laufen jetzt gerade durch so ein Tal. Diesen Felsformationen rechts und links. Ah, guck mal. Verena kann sie lassen. Wenn sie dort ist, wird sie merken, dass jetzt groß ist für den Eingang. Gibt's was? Ich hab blöd ohne Lampe. Ich hab auch keine. Deshalb merket euch, immer eine Lampe mitnehmen. Also wir kämpfen uns hier weiter den Berg hoch. Felsen, gerollert sie ohne Ende. Aber Aussicht leider nicht so viel. Eigene Wege, wo wir laufen. Irgendwie. Ich laufe halt nach der Verena, ihrem GPS-Gerät. Die Karte, wo sie drauf hat, dann komischerweise kommt da immer ein Weg raus, wo die langläuft. Da keiner denkt, aber wenigstens keine Tour ist hier in der Nähe. So, lass mal gucken, wo es jetzt noch geht. In den Fels rum hier. Aha. Guckt mal nach, ist das auch Höhle oder was? Cooler Film. Schauen wir mal. Nochmal zur Erläuterung von der Laufstrecke. Verena hat gestern auf dem Laptop einfach mal ein paar Aussichtspunkte ausgesucht. Und dann haben wir unsere eigene Route zusammengestellt. Deshalb kommen die Wege hier zustande. Jetzt waren wir gerade hier an so einem Fels, wo eigentlich Aussicht wäre, aber leider ist das alles verwachsen. Gut, es ist halt so, ich glaube, hier kommt auch kein Mensch her, wo wir sind, gell? Wir sind ab von jeglicher erleglicher Zivilisation. Wenn ihr nicht auskennt, führst du hierher nicht. Außer wir natürlich. Jetzt gehen wir mal zu unserem nächsten Punkt, was Verena angegeben hat. Aber ich glaube auch nicht, dass wir da Aussicht haben werden. Leider. Muss da noch eine Höhle kommen. Eine Höhle? Mhm. Also gut, schauen wir mal nach der Höhle. Also wie gesagt, das sind alles keine touristischen vorgestellten Sehenswürdigkeiten, ist alles selber gemacht bei uns hier. Ups, was? Ah ja, du. Ist ja nicht leicht. Kurz abeinander. Schade, sieht man nichts. Glaubst du, dass manche? Uiuiuiui.
riesen Loch. Bleib nicht hängen. Ich dachte, manche sich da vielleicht ein Seil festmachen und den Baum runterlassen. Wahrscheinlich schon. Unten war jetzt auch wieder jemand noch. Ja. Das scheint jetzt auch wieder ein Wanderweg zu sein hier. Hier ist nämlich der blaue Strich. Jetzt scheinen wir doch wieder auf dem offiziellen Wanderweg zu sein. Das ist auf jeden Fall ein Schacht. Ein Schacht, wo man rein kann. Da hat sich bestimmt der ein oder andere reinzwingt. Nee, nee, für uns ist das nichts. Das ist ja so der Sack hier oder so. Er wird sich da bestimmt reinzwingen. Oder der Toasty. Nee, wir gehen lieber weiter. Das ist schon abenteuerliche Wegfindung hier. Irena sagt, irgendwo da unten müsste ein Steg sein, über den Bach da drüber. Weil auf der anderen Seite müssen wir. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wenigstens auch noch stimmt. Bis jetzt hat es uns ja hierher geführt. Und jetzt warten wir mal ab. So, jetzt ist 10 nach 2. Egal, jetzt sind es noch 500 Meter. Knapp einen Kilometer bis zu unserem Theo. 1,5 Kilometer. Ach, Frau Verena sagt 1,5 Kilometer. Ja. Egal, wir machen jetzt hier an dem Bänkle ein schönes Päusle. Weil wir das haben wir die ganze Zeit noch gar nicht gemacht. Mit dem Ausblick. Ich habe gerade schon zu Verena gesagt, das ist schon komisch. Die ganze Zeit bist du im Wald unterwegs, wenn es so dunkel und feucht ist. Und dann kommst du raus wieder auf so eine freie Fläche. Schon ein komisches Gefühl. Dahinter sind wir rausgekommen. Sind dann diesen Weg hier weiter. Und jetzt machen wir unsere Pause. Nach der Stärkung von unseren Pfefferbeißer geht es jetzt weiter. Und wir sehen schon unser Ziel. Die Häuser dahinter. Da ist der Stellplatz bei Brühlsbirkin. Brühlsbirkig. Kann den Namen nicht ausschwätzen. Brühlsbirkig. Egal. 1,5 Kilometer, dann sind wir da. So, heißes Kaff, wo unser Theo steht. Brühlsbirkig. Und jetzt sagt mir einer, wer das auf Anhieb aussprechen kann. Ich also nicht. So, jetzt noch durch das Ort, den Ort durch. Durch den Ort durch, jawohl. Und dann sind wir da. Und dann haben wir auch unsere 11 Kilometer heute, wo wir gelaufen sind. Mit Steigung und runterwärts. So, wir müssen ankommen. Neue Nachbarn haben wir auch. Wir müssen ankommen. Der Platz ist eigentlich schon ziemlich voll, gell? Was man so sieht. Einer ist noch frei, aber der ist besetzt. Da kommt schon gleich einer hier reingefahren. So, jetzt waren wir 3,5 Stunden unterwegs. Für 11 Kilometer. Das war lecker. Genau, ein Platz haben wir noch. Und dann sind hier 8 Plätze besetzt. Super Sache. Und wir sind da. Freust du dich, Verena? Ach ja, war schön. Ja, ich fand es auch, dass es schön war. Ja. So, wir gehen jetzt in die Brotzeitstube vom Berner Hof, also von unserem Stellplatz direkt. Kannst du draußen hocken? Ja, da wo die Sonne ist, ich glaube, da hocken wir draußen. He? Würde ich sagen, da haben wir die Sonne rein. Ja. Weißt du, dass wir da haben vielleicht? Oder da drüben noch? Okay, also Außenbestuhlung und für innen gibt es auch noch was. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir uns nachhocken.
Ah, das ist doch eine Sache. Am Tisch sitzen. Verena ist am Bilder checken. Vor allem geht dein WLAN hier auch noch. Echt? Auf jeden Fall sehe ich da hinten der Theo hinterm Busch. Schön. Und dann noch diese Aussicht. Ach, das ist herrlich. Das ist herrlich. Und hier bleibt Sonnenbrutzel an der Backe. Ja, den holen wir uns auch noch geschwind. Dass es sich auch gelohnt hat. Prost. Wurstsalat mit Käse, ein Bier für mich und selber gemachtes Brot. Und die Verena auch, Wurstsalat und die orange Limon. Schmeckt. Schmeckt gut, gell? Mhm. Lecker. Lass dir schmecken. So, wir lassen heute Abend jetzt ausklingen. Frank ist typisch mit Bömbers. Haben wir beschlossen, gerade auch beim Essen. Und von daher, beschließen wir jetzt den Abend. Und wir hören uns dann morgen früh wieder. So würde ich mal sagen. Also, gutes Nächtle. Ade. Und dann kommt aber plötzlich so lang.